Du siehst ein Video zum Thema Schilderung von Ivy Education. In diesem Video erfährst du, was eine Schilderung ist, wie du dich darauf vorbereiten kannst, wie diese Aufsatzart aufgebaut ist und welche Sprache du verwenden solltest. Ganz allgemein bedeutet Schildern, dass man Situationen und Stimmungen möglichst anschaulich versucht wiederzugeben. Hier als Beispiel ein Rockkonzert. Da jeder eine Situation anders fühlt, anders darüber denkt oder anders beobachtet, spricht man bei einer Schilderung auch von einem subjektiven Text. Beim Vorbereiten auf eine Schilderung solltest du die 5 Sinne beachten, die ich im Folgenden noch kurz vorstellen werde. Mache dir außerdem Gedanken über deine Handlung. Diese kann ganz kurz gehalten sein und zum Beispiel nur das Warten in einer bestimmten Situation oder das Blicken auf eine Uhr darstellen. Sicherlich hast du dir schon Gedanken gemacht, welche 5 Sinne ich meine. Es geht dabei um das Sehen, des Weiteren um das Riechen, außerdem natürlich auch noch um das Hören. Nicht zu vergessen wäre noch das Fühlen. Und der 5. und letzte Sinn wäre das sogenannte Schmecken. Probiere es doch einmal mit diesem Bild aus. Was könnte die Autofahrerin in diesem Moment sehen, riechen, hören, fühlen oder gar schmecken? Und hast du dir Gedanken gemacht? Ich werde nun ein kleines Beispiel vorlesen, damit du dich besser in die Schilderung eindenken kannst. Im Stau. Ich müsste schon seit 20 Minuten in der Arbeit sein. Die Hitze hier ist unerträglich, das Gehupe aber auch. Die Luft ist so dick, dass man sie fast schon schneiden kann. Mir wird schon fast schlecht hier. Ich sollte das Fenster aufmachen. Aber nein, die Abgase sind sicher auch nicht besser. Also die Klimaanlage anschalten. Ich merke, wie ich langsam panisch werde. Wie gerne würde ich jetzt im Büro sitzen und einen leckeren Kaffee trinken, der mit seiner goldbraunen Farbe mir wie Öl die Kehle herunterläuft. Einfach ein göttlicher Geschmack. Aber ich stehe ja hier in diesem blöden Stau. Diese Musterschilderung sollte dich allerdings nicht abschrecken. Du kannst sicherlich ähnlich schnell gute Ergebnisse erzielen. Mein Tipp wäre, dass du dir immer eine Tabelle anlegst und zunächst einmal notierst, welche Sinne du ansprechen möchtest. Dann geht schon einiges viel leichter von der Hand. Nach diesen praktischen Eindrücken wollen wir nun ein wenig Theorie der Schilderung besprechen. Fangen wir doch mal mit dem Aufbau an. In der Einleitung der Schilderung bist du ziemlich frei. Du solltest das Ganze nur nicht wie eine Erzählung angehen, dann wird es langweilig. Es war einmal oder als ich gestern sind keine guten Startsätze für eine Schilderung. Viel besser ist es, wenn du gleich direkt in die Situation einsteigst. Du kannst gleich einen deiner Sinneseindrücke beschreiben, zum Beispiel wie du dich fühlst. Im Hauptteil bist du ziemlich frei. Es gibt eigentlich keine Regeln, die wirklich beachtet werden müssen. Du solltest aber auf die Sprache achten und Stilmittel nutzen, die wir in einem weiteren Video später dir noch weiter vorstellen wollen. Für den Schluss bieten sich 3 Alternativen an. Entweder du beendest die Handlung, greifst auf den Einstieg zurück oder vollziehst eine überraschende Wende. Dies ist meist am spannendsten und kann die Schilderung auch ein wenig witzig wirken lassen. Übrigens, wusstest du, dass sich vor allen Dingen Jahreszeiten gut schildern lassen? Hier könntest du zum Beispiel einmal versuchen, eine Schilderung zum Thema Frühling zu schreiben. Du wirst sehen, es ist gar nicht so schwer. Nach der ganzen Theorie möchte ich nun dir noch ein paar Dinge zur Sprache der Schilderung erklären. Hierbei helfen dir meine 6 goldenen Grundsätze, um schnell Erfolge erzielen zu können. Du wirst sehen, bald bist du schon ein Schilderungsmeister. Zunächst ist es wichtig, dass du möglichst viele Details benennst und genau beobachtest. Was gibt dein Bild oder deine Situation konkret her? Dann kann nichts schiefgehen. Mein 2. Grundsatz ist etwas schwieriger. Überlege, ob es typische Verhaltensweisen zu deinem Bild gibt oder ob gewisse Szenen einfach beschrieben werden müssen, weil man sie erwartet. Diese solltest du dann in deine Schilderung integrieren. An diesem Bild kann man den Grundsatz 2 ganz gut nachweisen. Hier würde es sicherlich so sein, dass Verkäufer ihre Produkte anbieten, es werden gewisse Gerüche in der Luft sein, es werden Käufe getätigt oder es gibt einige Gespräche. Vieles, was man also schildern und beobachten kann.
Kommen wir nun zum dritten Grundsatz. Es ist ganz wichtig, dass du deine eigenen Empfindungen beschreibst. Am besten kannst du das im Rahmen eines inneren Monologs machen, also quasi einem Eigengespräch. Ein vierter Grundsatz ist nun wirklich einfach. Du solltest immer im Präsens schreiben. Das wirkt einfach anschaulicher und man ist direkter in der Situation, als wenn man zum Beispiel das Präteritum nutzt. Hast du schon mal etwas von einer Personifikation gehört? Von einer Vermenschlichung von Dingen? Probiere es einmal aus, indem du nicht schreibst, ich höre den Lärm, sondern der Lärm dringt an mein Ohr. Das wirkt schon ganz anders. Du kannst dir natürlich auch noch einmal unsere Musterschilderung anhören. Hier findest du auch Personifikationen. So war die Hitze zum Beispiel unerträglich oder die Luft dick. Abschließend noch mein sechster Grundsatz. Versuche anschaulich zu schreiben. Hierbei helfen dir Adjektive, Verben, Vergleiche oder auch Metaphern. Die zuletzt angesprochenen Metaphern sind übrigens Redewendungen, die eine übertragene Bedeutung haben. Auch hier hilft ein Blick auf unsere Musterschilderung. Sicherlich erinnerst du dich an den Kaffee, der wie Öl die Kehle herunterläuft. Dies wäre ein Beispiel dafür. Das war's auch schon mit meinem Einführungsvideo zum Thema Schilderung. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Wenn nicht, fang einfach nochmal von vorne an.